Willkommen zu einem Dercho TV Spezial an einem Tag, wo ich ja eigentlich, sagen wir mal, heute nur ein Video veröffentlicht habe, das auch geradewegs nicht live ist, aber wo ich heute auch generell eigentlich kein Video veröffentlichen wollte, weil heute mein Geburtstag ist. Aber an diesem 16. Juli ist leider etwas Schlimmes passiert, und zwar nämlich in der letzten Nacht in der Türkei. Das Militär hat versucht, die Regierung in Ankara zu putschen. So gab es unter anderem in Istanbul und in Ankara natürlich schlimme Gefechte. Es gab natürlich Kampfflugzeuge und alles. Und dieser Putschversuch ist aber gescheitert, so kann man das sagen. Wir versuchen heute in dieser Ausgabe unter anderem die alles zusammenzufassen, was passiert ist. Zwei Fernsehsender wurden gezwungenermaßen abgeschaltet und wurden dazu gezwungen, quasi nichts mehr zu senden, so kann man das sagen. Andererseits natürlich auch drohte man auch die Regierung zu putschen, zu stürzen und natürlich, dass das Militär dann natürlich regiert. Der aktuellste Stand über Verletzte und Tote und auch über Festnahmen ist der, dass aktuell natürlich mehr als, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, 265 Menschen tot sind. Es handelt sich vor allem bei 161 um regierungstreue Sicherheitskräfte und oder um Zivilisten. 104 Getötete sind Putschisten, so der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim. 1140 Menschen wurden bei diesem Putschversuch verletzt. Mehr als 2800 wurden festgenommen. Die Festnahmen dauerten auch an. Es heißt sogar auch unter anderem, dass einige türkische Soldaten im Nordosten von Griechenland mit einem Militärhubschrauber angekommen sind und die nun um Asyl bitten, berichtet nun das griechische Verteidigungsministerium. Stand von heute Mittag, diesem Samstag, den 16. Juli. Der Hubschrauber habe ein Notsignal abgesetzt. 6 Minuten später ist auf dem Flughafen von Alexandroupoli gelandet. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu sagte, die Türkei habe die unmittelbare Auslieferung von 8 verräterischen Offizieren gefordert, die per Hubschrauber nach Griechenland geflogen sind. Das berichtet der türkische Nachrichtensender NTV. Ja, es gibt auch einen Nachrichtensender in der Türkei, der NTV heißt. Wir kommen aber komplett noch einmal zurück zu den Ereignissen, was passiert ist. In Istanbul unter anderem ging das Ganze natürlich los. Da gab es gegen 22 Uhr am Freitagabend, also am 15. Juli, brach dort das Chaos aus. Beide Bosporusbrücken hat das Militär sperren lassen. Vor dem Präsidentenpalast wurde das Wachpersonal überwältigt und Hubschrauber sind über Ankara und Istanbul gekreist. Kampfjets unter anderem sind auch über die Städte gedonnert und die Geheimdienstzentrale wurde beschossen. Alle Flughäfen in den beiden Städten wurde dort geschlossen. Außerdem wurden unter anderem der Premierminister, also der Ministerpräsident, sprach da schon zu dieser Zeit von einem gescheiterten Versuch, die Regierung zu stürzen. Gleichzeitig hat aber auch die Armee verkündet, die Macht übernommen zu haben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der im Urlaub ist, ließ sich umgehend nach Istanbul fliegen. Er war zum Zeitpunkt auch per Telefon zugeschaltet, sprich per FaceTime über seinem Handy. Gegen 4 Uhr am Samstagmorgen war er am türkischen Flughafen Atatürk gelandet und er rief seine Anhänger dazu auf die öffentlichen Plätze zu gehen und dort zu bleiben. Die Armee bittet die Bürger hingegen, zu Hause zu bleiben, weil das Ende der Kämpfe nicht absehbar sei. Als der Putsch angekündigt wurde, gab es unter anderem natürlich eine Ausgangssperre und auch natürlich das Kriegsrecht wurde ausgerufen. Man fragt sich natürlich, wer hinter diesem Militärputsch steckt, und Teile der türkischen Armee natürlich, da weiß man auch selbst noch nicht so genau, wer das gewesen ist. Medienberichten zufolge soll maßgeblich die Marine und die Luftwaffe an diesem Putsch beteiligt gewesen sein. Das ist aber auch offiziell nicht bestätigt. Das wird so, der türkische Kolumnist Ertuğ Özlük sagte auch unter anderem einigen Medien am Freitagabend, keiner weiß, was gerade genau in der Türkei passiert. Fest steht, dass nicht das ganze Militärputsch, lediglich eine Gruppe innerhalb der Armee hat die Macht übernommen. Der türkische Präsident vermutet jemanden, und zwar nämlich seinen ehemaligen Verbündeten Fethullah Gülen für den Militärputsch, und dieser wirft natürlich entsprechend die Vorwürfe zurück. Gülen selbst ist im Asyl in den Vereinigten Staaten
Und er sagte in der Nacht zum Samstag, dass er sich davon besonders beleidigt fühle. Ich weise solche Anschuldigungen kategorisch zurück. Und er verurteilte auch den Putschversuch auf das Schärfste. Er bete dafür, dass die Lage in der Türkei sich schnell und friedlich erklärte. Der islamische Prediger Gülen hatte 2013 sich ja mit Erdogan überworfen, als die Justiz hier umfassende Korruptionsermittlungen zu Politikern und Geschäftsleuten aus dem Umfeld des damaligen Ministerpräsidenten, als Erdogan noch Ministerpräsident war, eingeleitet hatte. Erdogan warf dem Prediger damals einen Putschversuch vor und ließ tausende Polizisten, Staatsanwälte und Richter, die den Gülen-Bewegung gehörten, entlassen oder auch versetzen. Also da ist unter anderem auch eine ganz große Sache gewesen. Also könnte auch das sein, aber das ist auch nicht offiziell bestätigt. Beim Militär jetzt selbst, dort wird aufgeräumt, wie ich ja schon erwähnt habe, mehr als 2800 Militärs, also Militärangehörige, wurden festgenommen. Und erste Maßnahmen gab es natürlich dabei. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet sogar, es sind auf Anordnung vom Innenminister Allah mindestens 5 Generäle und 29 Oberste von ihren Funktionen enthoben worden. Und es ist natürlich auch zu vermuten, warum geschah dieser Putsch jetzt auf einmal. Denn in der Türkei herrscht ja im Moment auch sowieso eine ziemliche Unsicherheit, alleine natürlich durch die Anschläge des IS, die natürlich in den letzten Monaten verübt wurden, aber auch natürlich durch die PKK und auch durch die DHKPC, die ja aufgrund auch der schwachen und gespalteten Opposition kann Erdogan auch nur durch Gewalt seines Amtes auch enthoben werden, so heißt es unter anderem von vielen. Und möglicherweise steht auch dieser Putsch in einem Zusammenhang mit den jährlichen Treffen der Militärführung. Weiß ich nicht, ob das so ein kleiner Stammtisch ist oder ob das wirklich jetzt so richtig in den Generalstabsführung war und man hat gesagt, wir können nicht mehr so weitermachen, er muss gestürzt werden, bla bla bla. Wie das genauer ausschaute, das kann man auch nicht genau sagen. Und die traditionell im Ende August stattfindende jährlichen Treffen, wo natürlich unter anderem Pensionierungen und Beförderungen verkündet werden. Hier gab es schon oft Vorbesprechungen, ob dieser damit Zusammenhang steht, ist nicht bekannt. Auch die Tatsache, dass sich Erdogan nicht in Ankara befand, sondern in Urlaub an der Küste in Bodrum, werden die Putschisten als günstigen Umstand empfunden haben. Man hat einfach gesagt, okay, der Präsident ist nicht in seinem Palast, wir putschen einfach mal, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert, kann man so ungefähr sagen. Die Lage ist natürlich auch noch, sagen wir mal, auf wackeligen Beinen und die wird auch natürlich in den nächsten Tagen so sein. Da wird es also auch jetzt nicht von heute auf morgen direkt sicher sein, auch nicht in der nächsten Zeit. Aber es gab natürlich auch medientechnisch einige Blockierungen. So wurde kurz nachdem bekannt geworden ist, dass das Militär putschen wollte, ist der staatliche Fernsehsender TRT gestürmt worden. Man hat am Freitagabend dann die Sendezentrale gestürmt. Hier wurde unter anderem Erklärung vorgelesen, die in der Dauerschleife wiederholt wurde. Später wurde dann auch das Sendesignal von TRT abgeschaltet. Der englischsprachige Nachrichtensender TRT World, der erst seit einigen Monaten auf Sendung ist, der hat dafür unter anderem über Facebook weiter gestreamt und aus den Studios in London berichtet. Also so gesehen als Notversorgung. Etwas später konnte TRT wieder seinen Sendebetrieb aufnehmen und man berichtet nur nonstop über das, was dort jetzt in den letzten Stunden passiert ist. Auch der Nachrichtensender CNN Türk, ja, die türkische Version von CNN, hat unter anderem natürlich darüber berichtet. So wurde ja dann natürlich Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, via FaceTime zugeschaltet. Die Moderatorin hatte natürlich dann auch ihr Smartphone dabei, hat es dann so schön in die Kamera gehalten. Das ist unter anderem auch passiert. Gegen 2.30 Uhr deutscher Zeit wurde dann der Sender gestürmt. Die Putschisten kamen rein und haben natürlich dann quasi die Journalisten und die Mitarbeiter des Senders rausgebeten oder auch rausgezerrt. Was man eigentlich dann nur für einige Minuten gesehen hat, war ein leeres Sendestudio. Und ich glaube, davon gibt es auch genug Videos auf YouTube. Das könnt ihr euch einfach auch mal angucken. Da muss ich jetzt hier selbst nicht irgendwie rumkramen. Außerdem natürlich ging nach gut einer Stunde dann der Sendebetrieb auch bei CNN Türk weiter. Dort ist auch wieder alles in Ordnung. Wie schaut es aber für die aus, die jetzt in den nächsten Tagen in Nordrhein-Westfalen sind ja jetzt seit gut einer Woche Sommerferien,
aus, wenn man in die Türkei fliegen will. Das Auswärtige Amt hat natürlich zuvor äußerster Vorsicht gemahnt und viele Flüge wurden unter anderem gestrichen, so natürlich von Eurowings und auch von der Lufthansa bis zu dem Mittagszeitpunkt des heutigen 16. Juli. Aktuell, laut dem Live-Blog, hat Turkish Airlines unter anderem die staatliche Fluggesellschaft wieder ihren Flugdienst aufgenommen. Es werden wieder 35 Flüge wurden umgeleitet, 32 wurden abgesagt. Unter anderem, wie es natürlich auch ausschaut, bei den deutschen Fluggesellschaften Condor unter anderem fliegt nach dem Putschversuch nun wieder planmäßig Ziele in die Urlaubsregionen wie Antalya, Izmir oder Dalaman. Und Thomas Cook unter anderem seien auch wieder gestartet worden. Wie das bei Lufthansa aussieht, ist auch unbekannt. Bis Samstag, das Auswärtige Amt hat derweil auch Touristen geraten, derweil Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter oder ihrer Fluglinie aufzunehmen, sollten sie sich in Istanbul oder Ankara aufzuhalten. Natürlich auch in anderen Städten der Türkei. Wer derzeit dort ist, sollte vorsichtig sein. Bei unklarer Lage wird geraten, Wohnungen und Hotels in Zweifel nicht zu verlassen und die Medienberichterstattung aufmerksam zu verfolgen. Und Abreisen bis zum nächsten Sonntag können kostenlos auf andere Ziele umgebucht werden. So hieß es beispielsweise bei einigen, bei Altours unter anderem, dem Reiseveranstalter, also sprich bis nächste Woche, könnte man natürlich dann nochmal sagen, okay, es ist zu gefährlich, ich fliege doch nicht in die Türkei. Der Tourismuskonzern TUI bietet den Gästen sogar kostenlose Umbuchungen und sogar Stornierungen für alle Türkei-Reisenden an, die bis zum 17. Juli starten, also bis zum morgigen Sonntag. Sollten Urlauber den Wunsch haben, vorzeitig abzureisen, wird dies durch die Reiseleitung organisiert. In den touristischen Regionen in der Türkei ist aber auch die aktuelle Situation ruhig. Einer unserer Kollegen, beispielsweise von Dercho TV, der Marvin, der ja hier auch mal regelmäßig per Skype zugeschaltet ist, wollte heute eigentlich auch sowas machen, aber das Internet ist dort recht eingeschränkt und deswegen hat er sich dann auch nur per WhatsApp gemeldet. Und natürlich hat er dann auch gesagt, die Lage ist natürlich dort, wo er ist in einem der Ferien, Orte in der Türkei, ist sehr ruhig. Und da ist natürlich alles aktuell in Ordnung. Also ganz normal ist dort auch alles abgelaufen. Er hat natürlich auch gestern darüber berichtet, wo auch dann der Putsch gekommen, wo der Putsch natürlich dann gewesen ist, oder der Putschversuch, muss man ja sagen. Da gab es dann auch Infos darüber, dass natürlich die Hotelbesucher nicht ihre Zimmer bzw. das Hotel selbst verlassen konnten. Es stand sogar auch noch das Fragezeichen, wäre der Putsch gelungen, dann hätten sie sogar festgesteckt. Also das wäre alles ein bisschen recht kompliziert und auch gefährlich geworden. Ist Gott sei Dank nicht passiert, muss man sagen. Ist auch gut. Aber natürlich ist auch mit großer Vorsicht geboten. Es gibt natürlich auch weitere News, selbstverständlich auf unserer Internetseite www.derchotv.de. Da weise ich immer wieder gerne darauf hin. Einen Moment, ihr seht es natürlich gleich auf unserer Webseite. Da gibt es natürlich aktuelle Meldungen. Die Meldung konnten wir gestern Abend nicht posten, weil niemand zur Verfügung stand. Selbst nicht mal ich. Ich war gestern noch um diese späte Zeit, wo das passiert ist, in Hamburg bei einer Live-Veranstaltung der Rocket Beans. Und alle anderen waren auch geradewegs verhindert. Also es gab dann wenigstens heute Morgen gegen 6 Uhr, also Samstagmorgen gegen 6 Uhr, eine kurze Meldung. Und wir werden das Ganze natürlich auch weiterhin verfolgen, was ihr auch natürlich machen könnt. Wir werden, wenn es neueste Informationen gibt, auf derchotv.de und natürlich auch auf Facebook sowie auf Twitter diese News veröffentlichen. Wir werden aber auch natürlich, sollte es nochmal irgendwie so eine große Neuigkeit geben, werden wir am Sonntag dann vielleicht oder wenn auch möglich am Montag, was eher unwahrscheinlich ist, weil dann spätestens erst am Donnerstag bei Thema dann eine Sondersendung darüber machen. Aber das wäre dann auch schon etwas zu spät. Das heißt, ich empfehle euch, derchotv.de ans Herz zu legen, was natürlich auch eine gute Alternative ist. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Das war unser derchotv-Spezial zum Putschversuch in der Türkei. Ja, das zweite Video, was heute rausgekommen ist an meinem Geburtstag. Kommentieren könnt ihr unter diesem Video nicht. Die Kommentarfunktion auf YouTube ist abgeschaltet zur Sicherheit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann natürlich morgen ganz wie gewohnt zu Update Sport. Die Sendung ist auch endlich wieder da. Bis dahin, tschüss.